es ist eine Reise wert gewesen. Ich hatte keine Ahnung, was mich da erwartet. Es war ja so ein bisschen, man kam da an und man musste halt gucken, was passiert. Und da wurde mir dann einfach nur ein Briefumschlag in die Hand gedrückt. Meine Aufgabe war es ja dann erstmal, jemanden zu finden oder vielmehr zu suchen. Das war so ein bisschen schwierig, weil ich alles, was ich hatte, war ein Bild von einem Typen, der keine Zähne hatte und sich zwei Kokosnüsse vor die Brust gehalten hat, als wenn es seine Brüste wären. Wo soll ich denn anfangen? Suche diesen Mann. Ich meine, wie groß ist die Insel? Ich weiß noch nicht mal, wie der heißt. Ich meine, suche diesen Mann. Soll ich jetzt mit dem Zettel rumlaufen und fragen, Entschuldigung, kennen Sie diesen Mann? Wo sind wir denn hier? Vermisst? Nach 82-stündigem Non-Stop-Flug bin ich nun auf Belize gelandet, genauer gesagt San Pedro. Für Klaas bin ich hier auf der Suche nach diesem jungen Mann. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt oder wo er sich aufhält. Leider gibt es hier auch kein Einwohnermeldeamt. Deshalb muss ich das tun, was ich am besten kann. Klinken putzen. San Pedro, mit 8400 Einwohnern, eine nicht unbedeutende Kleinstadt am Rande von Belize, mitten im Ozean. Joko Winterscheid wünscht sich nichts sehnlicher, als einen fröhlichen Einwohner zu finden, dessen einziges Erkennungsmerkmal fehlende Zähne sind. Die RTL-patentierte Spezialfragetechnik ist Jokos letzte Hoffnung. Don't be afraid, my name is Joko from German Television. Do you know this man? Sorry, hi, I'm Joko from German Television. Don't be afraid. Yes. I'm looking for this person. Do you know where he is? Help. Marlik? Marley? No. No. Dann habe ich mich halt so durch einen Ort gefragt, ne? Mal gucken so, wer kennt ihn denn hier vielleicht? Und das hat sich anfangs etwas schwieriger gestaltet, wurde dann aber durch meine ausgebuffte Fragetechnik relativ schnell zu einem Erfolg. Hi guys, don't be afraid, it's Joko from German Television. I'm looking for this man. Have you seen him? Coconut Leo. Oh, Coconut Leo. Oh, das scheint eine heiße Spur zu sein hier. Das ist Coconut Leo. Yeah, Coconut Leo. He lives by the Blue Lagoon. Yeah, have a little shop there. Yeah. Das ist ja hervorragend. Jetzt weiß ich, wo er wohnt. Perfect. Thank you very much. Yeah. Can I jump on the car? Yeah, let's go, man. Ich habe ihn gefunden. Coconut Leo. Geil. Ich habe ihn gefunden. Coconut Leo ist eine, ja, eine Legende auf Belize, wenn man so möchte. Coconut Leo ist der, ich würde sagen, mit 50er unter den Palmenkletterern. Und der macht wirklich den ganzen Tag nichts anderes, außer auf Palmen zu klettern und da Kokosnüsse runterzuholen. Everything okay? Perfect! Ist das meine Aufgabe? Dann dachte ich so, okay, wahrscheinlich auf die Palme klettern und die Kokosnüsse da runterholen. Das könnte schwierig werden. Der macht einen Kopf schon im Baum. Do I have to do the same? Ja! Yeah. Ja? Das ist doch. Jetzt mal, wenn wir mal ganz kurz, das werde ich nicht machen. Wenn das meine Aufgabe ist, ne, ihr könnt nicht mal. Was macht der Hurra? Oh mein Gott. Irgendwie habe ich da kein gutes Gefühl, weil ich bin mir auch ziemlich sicher, dass meine Versicherung, die hier für den Dreh abgeschlossen wurde, das nicht decken würde, wenn ich da jetzt reinkletter. Was meint ihr? Deckt die das? Frag doch den anderen, den ich auch kenne. Thomas, zahlt meine Versicherung das, wenn ich da reinkletter? Was für eine Frage. Also wenn mir was passiert, bist du mal ganz ehrlich. Als ob du Luftpumpe überhaupt über den ersten Meter hinauskommst. Ob ich über den ersten Meter hinauskomme, das ist eine andere Frage. So, what we doing? Yeah, I'm gonna get some coconuts. Coconut Leo hat ja dann erstmal so Kokosnüsse von der Palme geholt, um jetzt meine eigentliche Aufgabe zu zeigen. Und hat dann diese Kokosnüsse mit seinem bloßen Kopf in zwei geteilt oder vielmehr die Schale dann davon runtergeschlagen und meinte so, das ist meine Aufgabe. Break this with your head, that's my greatest challenge. Break this with my head? Yeah, you can do it. Let's break it, you know? Let's break it. Oh, fuck. Yeah, just break it. Da war ich ein bisschen, ja, Angst hatte ich nicht, aber ich dachte mir so, ich habe ja eigentlich eine ganz schöne Stirn und er hat ja dann auch geblutet, nachdem er sich das da angeschlagen hat. Es wäre ja schade um meine schöne Stirn. You're bleeding. Well, no pain, no gain, man. It's part of my training. Er hat mir dann immer wieder gezeigt, wo man, weil es gibt da wohl eine Bauch- und eine Rückenseite auf der Kokosnuss, hat ja jeder bestimmt schon mal gesehen, dass man auf der Bauchseite mit der Stirn draufschlagen müsste. Ihr habt alle den Mund offen stehen und ich soll mir jetzt das Ding an den Kopf knallen, oder was? Ja, wirklich. Und das war relativ schwierig, weil man selbst bei dem ganz leichten immer nur andütschen schon merkte so, das tut weh.
Machst du auch die richtige Stelle? Versuch wirklich die richtige Stelle. Kannst du mich jetzt mal ganz kurz hier machen lassen? Ich wusste, ich kann das schaffen, weil wenn mein geistiges Auge mir sagt, du schaffst das, dann schaffe ich das. Oh! Das hat nicht funktioniert. Mein geistiges Auge hat mir einen Trick gespielt. Oh! You're a girl, man. Oh! All right, man. I just punk you, man. What did you just say? I just punk you, man. You punked me? Yeah, I'm gonna show you a real challenge now. Lustig, wie dieser kleine Kollege da gewesen ist. Ne? Hat er mich nur reingelegt und hat gesagt, das ist gar nicht deine Aufgabe. Ich habe nur Spaß mit dir gemacht und ich fand den Spaß genauso lustig wie er. Wenn ich gar nicht. Oh, ich hab Kopfschmerzen. Lass mich mal kurz. Und dann sind wir halt zur real challenge aufgebrochen. Diesem schmalen, schönen weißen Strandstreifen haben sie einen ausgedienten Baum aufgestellt. Ich würde sagen 10, 12, 13 Meter hoch, irgendwie sowas. Und den haben sie komplett mit irgendeinem Fett eingerieben. Und das hat es natürlich relativ schwer gemacht, denn die Aufgabe sollte sein, auf diesen Stamm hochzuklettern. Und dort angebracht war von dem fiesen Häufer Umlauf eine Fahne seinerseits, die es galt abzureißen. My challenge is to get up there alone. Just me climbing up this thing? I mean, that's not possible. One guy is gonna be here, and then one guy come on top, and this guy on top. Ah, okay, okay. All the way. Das Haufenprinzip am Stamm angewandt, sozusagen. Ah, guck mal. Man hat ja schon, als man da ankam, das Gefühl gehabt, so die Aufgabe ist eigentlich nicht zu schaffen. Ja, man hat einfach gesehen, wie viel Fett da dran geschmiert war. Es ist einfach wahnsinnig glitschig. Es ist unglaublich schwierig, da Kontrolle zu bewahren. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass wenn ich die Locals erstmal so ein bisschen von dem Fett da runterholen lasse, dass die Aufgabe vielleicht schwierig werden würde, aber für mich vielleicht mal eine Meisterprüfung sein könnte. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich gehe da jetzt hoch. Ich mache das jetzt. Ich bin elfengleich wie eine Katze förmlich da hochgesprungen, von einem zum anderen gehechtet. Ich habe kurzzeitig gedacht, in dem Stamm auch meinen Meister gefunden zu haben, aber dann habe ich wirklich all meine Kräfte zusammengenommen. Es war unmenschlich. I'm sorry! Ich habe Kräfte entwickelt, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie in mir trug. In dem Moment, wo ich nach der Fahne gegriffen habe, habe ich komplett die Kontrolle über mich verloren. Das war super krass. Ich hatte wirklich die Fahne von Klaas in der Hand und die Aufgabe gemeistert. Meine Güte, ist das ein gutes Gefühl, ne? So sehen Sieger aus. Also so.